Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Karte auf diesem Marsch. Wir sind fleißig am Arbeiten. Wir werden jetzt noch ein paar Ballen pressen. Sie bereiten jetzt die zweite Presse vor. Das geht relativ zügig, in Anführungszeichen. Wir werden noch einen Kurs kopieren. Den alten werden wir löschen. Arbeitsmodus. Und dann suchen wir mal einen zum Kopieren. Wir haben ja nur Düngen, wollen wir nicht gerade nehmen. Feld 2 Sport. Den nehmen wir. Im Grunde müssen wir jetzt den Punkt abwarten, dass der jetzt hier ungefähr die Hälfte. Das heißt, die nächste Bahn, die hier hochgeht, nehmen wir gleich mit. Einmal mal aus dem Weg gehen. Diese Kursplay-Fahrer sind nicht ganz sauber, die sind ja mit rabiat. Die fahren den Chef über den Haufen, wenn es sein muss. Da kennen die nichts. Oder der andere hat jetzt zwei Bahnen vor sich. Die Mittelbahn und die kleine Bahn hat auch noch. Also vier. Und dann steige ich ein. Da hat er dann fünf, wenn man die Bahn auch noch mitrechnen würde. Und ich gehe dann mit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dann kann ich mir entsprechend den anderen hier abziehen. Und der macht näher weiter. Wir werden dann gleich vor loslegen. Und später wird gleich gedüngt. Hoffen mal, die Aufnahmequalität passt und die Tonqualität. Ich sollte eigentlich ganz gut zu hören sein. Traktoren eigentlich auch. Weil der nicht so weit weg wäre von den Maschinen. So. Fleißig. So, das sieht aus. Die Wahnsinnstechnik, was die alles aushalten muss, ist ja auch für Schmutz im Spiel. Jetzt können wir gleich wieder sammeln. Ein grüner Ballon. Dann können wir die WGH versorgen. Mord. Dann bin ich daran, aber was hören, ne? Irgendwo das faul hier. Wer ist da im Graben? Wir machen Pause. Corsi. Oh, wie heißt er noch gleich? Wieso muss er jetzt bahnen? Mach ich mal ein Foto. So. Dann gegen die Brücke kann man nicht hochfahren, ne? Das müsste doch eigentlich jeder. Aber im Kursplay kann das nicht hinkriegen. Beziehungsweise er kriegt die Kurve nicht in den Griff. Wir hätten so schön jetzt den ersten mal gleich mitnehmen. Mal kurz gucken, wo er ist. Ersten ist schlecht. Aktuell nicht passend. So. Nehmen wir gleich das Gras vorne mit. Das garantiert der Wenderadius so kurz.
Immer ganz kurz gucken, das ist der Kurs, ja, ja. Weil er kam von da, kam nicht rum. Schlecht. So. Einstellen. Je weniger Kursplay fahren muss, umso besser ist es. Kurven machen muss, umso besser ist es. So. War natürlich keine für mich da, ne, schon mal, welche arbeiten können. Ah, nee. Ja, ein paar weiße mit, ne? Nur farblich ist im Grunde egal. Die weißen, das war der ältere Maschine. So, jetzt können wir gleich die Bigger Nord bedienen. So. Da muss ich kurz überlegen. Und die beiden Wiesen gehen, glaube ich, auch noch. So, nehmen wir in Ansicht, ne? Gut, hätte ich gar nicht fahren müssen. Aber ist auch egal, fahren wir ein bisschen gegen, ne? Natürlich läuft die Aufnahmezeit nicht. Ist keine Absicht von mir. Ich vergesse das ständig. Muss mal in eine Uhr im PC haben, den automatisch mit Dings da auf Null geht oder beziehungsweise anfängt zu zählen. So, hier geht's hoch und dann geht gleich nach links. So. Muss ich kurz überlegen, die BGH ist näher rechts. Im Grunde fahren wir gleich geradeaus und dann gleich irgendwo rechts. Vom Deich runter noch geradeaus und dann von rechts rum. Baumwolle gibt es in Zukunft nicht mehr. Wer Season spielt, wird keine Baumwolle im Norddeutschland haben. Mit dem muss ich dann abfinden. Die einzige Möglichkeit wäre, wenn man theoretisch ein Zusatzprogramm nimmt für Season, oder im Prinzip dann die Erweiterung ist, praktisch ein südliches Land, aber wirklich Karibik oder so oder USA mäßig. Jetzt links. Links ist das nicht. Jetzt habe ich mich verfahren. BGH ist noch ein weiter. Fahren wir hier rein. Vielleicht können wir hier irgendwo wenden. Beziehungsweise wir luchsen uns mal hier durch. So. Hier ist es abbiegen. Dass wir ein Thema auskennen. So, hier dürfen wir nicht mal drin sein. So,
Jetzt brauchen wir aber ein bisschen andere Ansicht, weil ich wissen will, wo ich abladen tue. So, das heißt, beladen Ende. Ja, was soll ich hier blöd? Der eine ist nach vorne, der ist außerhalb des Bereichs gewesen. Gut. Jetzt hat ihr was zu tun für ein paar Stunden. Rund zwei. Schätze ich mal ganz grob. Jetzt können wir geradeaus durchfahren. Gut, dass es keine Polizei gibt hier wegen Blitzen. Ja, das ist ein ganz wilder Fahrer. Ja, ein paar Mal links schon, das ist gut. So, U und C, ups, kommen wir durch. Ich sehe schon das Schwarz. Ich sehe nur eine Ballpresse. Sehe ich zwei? Ich sehe zwei. Gut. Ich dachte schon wieder, einer wäre im Busch. Komisch auch nicht. Ja. Nur das Licht. So. Der hat noch zwei Bahnen zu machen und der hat noch Monomen. Ups. Hüpft der Junge wieder mal. Willst du mit? Ah, jup. Er will mit. Natürlich werde ich schon ein bisschen kaputt sein, die Maschinen. Vermutlich mal nicht stark, dass die repariert werden müssen. Besonders Mewek-mäßig. Also wenn wir uns gucken bei der Geschwindigkeit, kann man es ja sehen. 10 km/h. 0. 21. Ich kann täuschen. So, haben wir ein paar gesammelt. Wahnsinn. Natürlich ist hier ein bisschen blöd, weil ich gerade so grob einschätze, dass wir
naja, nicht alles Gras nehmen können, also mitnehmen kriegen, bis zu voll. So was hieß, das ist auch egal. Bei Brav wird noch blöder, wäre es gleich null. So fangen wir an bei bisschen was. So. Wenn man so sieht, nutzt er wirklich die Wendekreis mit drei Bahnen, das kann gut beraten bei. Ja, BGA wieder Arbeit für 2 Stunden. Liegt noch was, das ist auch gut. Beziehungsweise, ja, das ist gut. Nehmen wir gleich mit auf. Stellen wir gleich. Ich muss kurz nachdenken. Also, Beladen beenden. Dann gehen wir auf die Abladeseite. Dann können wir ein bisschen nach vorne fahren. Ein bisschen mehr nach links. So, dann laden wir ab und sollten bis auf 4 nicht drin sein. Gut, damit kann man leben. Ist ja leider so, dass es nicht so lang ist. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ja, wie ist hier der Zustatus? 23 und 17. Ja, so lang der fährt, ist nicht so tragisch. Beim LKW ist nicht so tragisch. Geht dann nur um die Geschwindigkeit. So, Main ist fast durch. Das heißt, da werden wir gleich mit zu uns gesellen. Wo ist der Fuzzi? Da oben. Motor aus. Fritsch fahren. Das nennt man Weitsprung. Hat das nie berechnet. Hey. Ja, sage, nie direkt 39%. Macht trotzdem noch 41 km/h. Ja. Wofür keine Verluste dabei sind. Traktor und das geht. Das hintere Mähwerk ist extrem. Und das vordere Mähwerk. Dann muss er gleich rüber auf die Feld Nummer 15. Aber vor Reparatur. Warm ist das. Warm, warm. So, dann ist er fertig. Hätte auch noch mähen können, ne? So, aber egal. Jetzt fahren wir mal zur Reparatur. Wir mal ganz kurz schauen. Auch noch so tun, mit Ballen pressen. Letzte Reihe. Das heißt, sobald ich da genäht habe, angefangen habe zu nähen auf Feld Nummer 15, werden wir sofort ja, vorbeigefahren, sofort mit Ballenpressen hinterhergehen. Aber den haben wir auch noch reparieren vorher. So, da ist schon Reparaturstation.
Mechaniker wartet schon. Oder auch nicht. Schon wieder auf der Lokos, also keine Ahnung. Nicht da. Mal leid machen. Wichtig war, das kleine ist wenig kaputt. Das große Teil ist heftig. So. Alles repariert. Wie groß war Feld 15? Knappe 9 Hektar, 9,5. Also sollte schneller gehen wie 2 war knapp 10, ne? Ja, knapp 10. Also knapp einen halben Hektar weniger. Naja, war da schon ein halber Hektar. Dann gehen wir gleich hier vorne. So. 15. Wie gesagt, ein Ende ist noch nicht gewachsen, aber das ist dem Augenblick egal. Ja. Gut. Kursgenerierung. 15. Rundherum. Weich. Ja. Mal mit der 5. 380 wäre Katastrophe. Gut. Speichern wir gleich ab. Mehr. Fällt. 15. Das habe ich grün geschrieben. Schwatten. Nein. Ja. 50. Speichern. Einstellen. Gas geben. Gas, wir haben keine Zeit, wie wir nur tun. So, da ist geflügt, das soll ein bisschen mehr Ertrag bringen. Aber leider ist nicht ganz so schnell. Der Dünger war nicht so schnell. So, der ist nun durch. Der hat noch 2 Bahnen zu machen und der ist fertig. Reparatur, ja. Wäre sicherlich hilfreich. Haben wir noch gerade so. So, wenn ich gerade gucke, 6 und 4 macht 10. Eine Folge noch. Also wenn wir gut sind, schaffen wir noch Feld Nummer 15. Wird aber äußerst knapp. Also können wir hier ruhig rüberfahren. Die kleinen Wiesen schaffen wir nicht mehr. Aber das ist im Prinzip fertig und muss nur wachsen. Vielleicht können wir auch Missionen den ersten Tag machen. Was bietet sich an? Was unser KI-Bauer sagt, weiß ich gar nicht. Dass uns Gewicht nicht geht, ist komisch. Aber wie gesagt, Gewicht ist nicht so tragisch. Gibt Schlimmeres. So, jetzt muss ich einen richtigen Kurs finden. Achso, das kann man ja leicht machen. So. So.
Vielen können wir nicht, keiner. Düngen, Schwatten, Feld 15. Ersten Wegpunkt. Stellen wir hier so genauso hin wie Anna auch. Das ist kein Zugang zu diesem Feld. Bloß kurz bleibt mir egal, er hat es aufgenommen. So, jetzt mal kurz überlegen. Ah, ja, das läuft. Der andere Furzi ist da hinten irgendwo. Genau. Das sollte gerade so zu schaffen sein. Bei dem ist es egal. Der wird dann zurück zum Ziel fahren. Weil. Bis der anfangen kann, das dauert ein bisschen. Könnte man sich bald vorstellen, mit zwei Traktoren zu mähen. Sammeln wir erstmal. Wo ist TÜV TÜV LKW? Ganz oben. Da gehen wir mit Gas, ne? So, Weitsprung. Oh, habe ich C gedrückt? Oder auch nicht? So, auf U habe ich vorhin noch nicht gedrückt gehabt, jetzt habe ich gedrückt. Das da nicht aufnehmen. Ups. So, liebe Freunde und Landschaft, das soll es für heutige Folge gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Würde mich freuen auf ein weiteres Wiedersehen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Und ciao ciao. Bis, ja, vielleicht morgen, ne? Ciao.